Moin zusammen, heute möchte ich euch ein Update zu meinem Content geben, der normalerweise hauptsächlich aus Gaming besteht. Doch in letzter Zeit habe ich gemerkt, dass ich mit euch über verschiedene Themen sprechen möchte, die nicht nur Gaming betreffen, sondern auch gesellschaftliche Fragen und persönliche Erfahrungen umfassen. Ich lade euch daher ein, aktiv an Diskussionen teilzunehmen und eure Meinung zu teilen. Ich werde diese, wenn sie zielführend sind, im nächsten Video aufgreifen. Betrachtet die Kurzvideos als Ausschnitte eines kurzen Podcasts. Ich werde versuchen, die Kernaussagen in Shorts zu komprimieren und den gesamten Beitrag gibt es dann auf YouTube, um den Kontext zu vervollständigen. Warum dieser Wandel? Ganz einfach, ich habe kürzlich meine Pendelroutine zur Arbeit geändert. Nach 17 Jahren Autofahren und einer Pendelstrecke von mindestens immer 30 bis 60 Kilometer habe ich beschlossen, auf Bus und Bahn umzusteigen. Vielleicht wäre erwähnenswert, dass ich in der gesamten Zeit keinen einzigen Unfall gebaut habe. Mein Schutzengel ist einfach on top. Die Veränderung hat mir gezeigt, wie viel entspannter und besser gelaunt ich bin, wenn ich nicht selbst am Steuer sitze und mich nicht durch den Verkehr kämpfen muss. Trotz all der gefährlichen Situationen und hunderttausenden Kilometern, die ich zurückgelegt habe, um zur Arbeit zu gelangen, war der Spaß am Fahren nie wirklich ganz verschwunden. Doch jetzt merke ich, wie die Entlastung vom Autofahren meine Stimmung und mein Wohlbefinden positiv beeinflusst. Ich rege mich weniger über das Verkehrschaos auf oder riskante Situationen auf der Straße und kann die Fahrt viel mehr genießen. Es gibt Studien, die besagen, dass rund 60% der Menschen pendeln. Diese tägliche Routine kann sich stark auf unsere Psyche auswirken. Es wird sogar behauptet, dass Pendler ähnlich hohe mentale Belastungen erleben wie Kampfjet-Piloten. Die Begegnung mit anderen Menschen auf dem Weg zur Arbeit, im Straßenverkehr und die vielen kleinen Ärgernisse können den Tag bereits negativ beeinflussen, bevor er überhaupt begonnen hat und ich auf meiner Dienststelle bin. Ich kann entspannen, ein Nickerchen machen oder mich sogar mit anderen Fahrgästen unterhalten, wenn ich will. Hier kommt der soziale Aspekt ins Spiel, der durch die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln wieder zunimmt. Wenn man nicht ständig auf sein Handy starrt und durch Instagram, TikTok oder andere Apps scrollt, kann man die Gelegenheit nutzen, sich mit anderen Menschen zu unterhalten. Natürlich nicht immer und nicht mit jedem, aber wenn man offen ist und nicht aufdringlich wird, entstehen oft interessante Gespräche. Sei es mit älteren Menschen, die ihre Lebensgeschichten teilen, oder anderen Pendlern, die Empfehlungen für Restaurants, Parks oder vieles mehr geben. Oder sei es auch einfach nur zu fragen, welchen Bus ich nehmen kann, wenn ich zum ersten Mal diese Route nehme und nicht in Google Maps gucken will. Denn seien wir mal ehrlich, so soziale Interaktion ist wichtig und sie kommt uns leider abhanden. Wir können Google Maps aufmachen, können da unsere Route suchen und gucken die ganze Zeit aufs Handy. Aber das ist nicht das, was ich will und ich glaube, das fehlt unserer Gesellschaft, dass wir wieder mehr miteinander interagieren. Und hier möchte ich eine klare Grenze ziehen zwischen der Fiktion und der Über-Ich-Darstellung in sozialen Medien wie Instagram und dem realen Leben. Während soziale Medien oft eine perfekte, bearbeitete Version unseres Lebens zeigen, ist das echte Leben voller echter Begegnungen und echter Geschichten, die wir teilen können. Die Über-Ich-Theorie von Sigmund Freud besagt, dass das Über-Ich die internalisierten moralischen Standards einer Person repräsentiert, die aus der Kindheit stammen und die Handlung kontrollieren. In Bezug auf die Darstellung in sozialen Medien wie Instagram könnte man argumentieren, dass das Über-Ich eine Rolle spielt, wenn Menschen ein idealisiertes Bild von sich selbst präsentieren, das den sozialen Erwartungen entspricht. Dabei kann es zu einer Diskrepanz zwischen dem realen Selbst und dem idealisierten Selbst kommen, was zu Stress und zu Unfriedenheit führen kann, insbesondere wenn man versucht, diesem Idealbild gerecht zu werden. So, das ist der Aspekt, was wir sehen oder was wir empfinden als Mensch, wenn wir durch die sozialen Medien scrollen. Einfach mal das Handy in der Bahn wegzulegen, seine Menschen aktiv wahrzunehmen und eventuell ein Gespräch zu starten, das wäre wirklich schön. Man muss nicht so sein wie alle auf Instagram, auf TikTok oder whatever. Aber jetzt weiter. Vor nur 4 Wochen hätte ich mir nicht vorstellen können, auf mein Auto zu verzichten. Es war schnell, bequem und irgendwie ein Statussymbol, auch wenn ich das nicht wahrhaben wollte.
Viele von uns behaupten, dass wir uns davon nicht beeinflussen lassen, aber wie oft kauften wir uns dann doch lieber einen gebrauchten Mercedes oder BMW auf Ratenzahlung, anstatt einen älteren Kleinwagen zu fahren, den ich direkt bezahlen kann oder den ich nur kurzweilig finanziell belasten empfinde. Lasst mich euch einen Rat geben, den ich erst selber spät begriffen habe. Ein dickes Auto zu fahren hat nicht immer die Vorteile, die man sich erhofft. Früher war ich davon überzeugt, dass ein teures, schnittiges Auto einen gewissen Lebensstil und Erfolg symbolisiert, dass das gut bei Frauen ankommt und dass andere Männer sagen, hey Mann, der hat's aber geschafft. Es war schon da, den Eindruck zu hinterlassen und selbst eine gewisse Art von Luxus zu genießen oder einfach anzugeben. Und ich verstehe das gut, wir waren alle jung, wir hatten alle unsere eigenen Wege gesucht, uns zu präsentieren. Und wir sind Deutsche oder wir sind in Deutschland aufgewachsen und uns wird es von vornherein so eingeprügelt. Zumindest mein Jahrgang, also 89er, die 80er, 90er, die könnten das auch noch verstehen, die 2000er, die waren dann schon eher, glaube ich, auf einem anderen Trip und irgendwann ging es ja dann weg, tendenziell, ich will keinen Führerschein machen, ich wohne in der Stadt, aber so auf dem Land, wo ich herkomme. Na, da hat man schon geguckt, was der Nachbar für ein Auto fährt. Mein letztes Auto war ein schicker 2er BMW Coupé im Wert von ca. 20.000 Euro gebraucht, elegant, schnell und teuer. Anfangs war ich begeistert, aber irgendwann kam mir dann doch der Gedanke, warum stecke ich so viel Geld in dieses Gefährt, wenn ich es stattdessen für andere Dinge ausgeben könnte, wie zum Beispiel 6 Wochen Urlaub in Brasilien oder Dubai. Ich entschied mich also dazu, das Auto zu verkaufen und ich hatte Glück, denn ich bekam den Kaufpreis raus. Ich realisierte dabei, dass ich lieber mein Geld in andere Erfahrungen investieren wollte und dass eine finanzielle Verpflichtung auf 5 Jahre einfach super scheiße ist. Du denkst dir als 24-Jähriger, ja, 5 Jahre bin ich 29, ja, wird schon klappen, ist schon okay, aber innerhalb dieser 5 Jahre, wenn du jeden Monat den Betrag abzwackst, stellst du fest, und rechnest in deinem Kopf aus, Alter, 5 Jahre, 5 mal 12 sind so und so viele Monate, mal so und so viel Kohle, was ich mir dafür alles hätte leisten können. Und ein Tipp an die Damen. Ein Auto ist keine Garantie dafür, dass ihr einen Mann mit viel Geld angelt. Oft sind die Fahrzeuge finanziert. Was bedeutet, dass am Ende des Monats das Geld echt knapp werden könnte? Fragt ruhig nach, ist das Auto finanziert, wie hoch ist die monatliche Rate, wie viel verdienst du, wenn ihr jemand mit finanzieller Stabilität sucht. Abbezahlte oder barbezahlte Autos, eine schöne Wohnung und die Fähigkeit am Ende des Monats mehr als nur Nudeln und Ketchup zu essen, sind viel aussagekräftigere Indikatoren dafür, ob jemand seine Finanzen im Griff hat oder nicht. Oder auch einfach mal ein Nein, also diesen Monat haben wir schon so viel gemacht, lass mal das Wochenende einfach chillen, ist kein Identifikator dafür, dass der pleite ist, sondern kann auch sein, dass der einfach seine Rücklagen ein wenig aufbessern möchte. Problematisch ist natürlich, wenn das in Woche 2 schon kommt. Abschließend möchte ich mich bei euch dafür bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt und euch das alles angehört habt. Das war so eine kleine Reise durch meine Gedanken und meine Erfahrungen. Und lasst uns weiterhin gemeinsam wachsen, uns gegenseitig unterstützen und inspirieren. Denkt daran, dass das Leben nicht nur aus Gaming oder Statussymbol besteht, sondern aus echten Begegnungen, echten Menschen und echtem Wachstum. Lasst uns den Wert von Authentizität schätzen und uns daran erinnern, dass wir alle Teil einer größeren Gemeinschaft sind. Ich freue mich darauf, weiterhin von euch zu hören, eure Kommentare zu lesen und diese beim nächsten Mal aufzugreifen. Danke und bis zum nächsten Mal.